jetzt? Ja. So, dazu ist zu sagen, das HonkTV-Team hatte mal kurz Pause. Und 5 Minuten. Hatte Durst. Ja. Ja gut, aber was habt ihr getrunken? Ich war hier. Ja, der Horst, ne, der ist der Schlimmste. Der zieht weg. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, zu jeder Redaktionssitzung sieht es schlimmer aus. Ja. Und in der Redaktion sowieso. Aber was soll man sagen, wir sind ja hier auf dem Volksfest, das heißt... Volksfest! Man muss aber ein bisschen Spaß machen, ne? Deswegen, das nächste ist dann Kettenkarussell und da sind wir richtig am Start, Leute, richtig. Und das sage ich, wie ich hier dastehe. Ansonsten... Nicht viel? Springfield! Ja, er säuft. Er säuft. Aber auch heimlich. Heimlich meistens, genau. Nein. Das nächste ist Kettenkarussell. Peace. Ist schon aufgeregt. Ja. Weißt du, das ist so Hochleistungs... Adrenalin-Junkie-Karussell, ne? Das ist schon heftig. Aber erstmal möchte ich ja mal wissen, was für Ketten hier verkauft werden, ne? Ja. Das muss ja auch wichtig. Sieht auch sehr sicher aus. Ich habe gar keine Angst. Die dicken Ketten. Die dicken Ketten. Schönen guten Tag, Sie verkaufen Ketten? Ja. Was haben Sie denn für Ketten im Angebot? Goldketten, Silberketten, alles. Größe ungefähr? Größe 3,50. Oh, naja, das müsste ja knapp gehen, dann nehme ich mal eine. Möchtest du noch ein letztes Wort sagen? Ja, ich bereue es gerade ein bisschen. Warum? Ich habe hier, naja, ist halt so Rotationsprinzip und Zentrifugalkraft. Und, ja, Fürk. Ist auch richtig sicher, ne? Ja. 3,50 Meter Goldketten verkaufen sie. Ja, ganz. Man könnte meinen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee gewesen. Es ist eine, ja. Schnapsidee. Haha, Zong. Nein, das geht schon. Ich sag's mal, hiermit sagt das HonkTV-Team. Goodbye. Viel Spaß. Und Allah. Ja? Wir sehen uns. Wir sind auch noch keine Wette von. Du bist zu spät. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis, meine Damen und Herren. Das passiert, ich muss kotzen! Das passiert, wenn ihr Wetten gegen das MDR-Team verliert. Horst, was sagst du? Hardy. Gute Stimmung. Willi. Brennt die Puppe ab. Brennt die Puppe ab. Brennt die Puppe ab. So, jetzt sind wir hier am Hauptplatz mit des Geschehens. Und wir sehen viele Leute. Um das nur mal kurz zu erklären. Ja. Die Puppe wird für den Winter verbrannt. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir machen hier irgendwelche sexuellen Spielchen. Ja. Ich rede jetzt so von mir. Ach so, wir hätten natürlich auch da reingekonnt, ne? Ach so. Weil man dort ja meistens noch euch niemanden findet. Wir beginnen schon die Abbaumaßnahmen. Und der Willi bereitet sich ästhetisch und moralisch ja, auf seine Fragen vor, die er den Passanten stellen möchte.
Den Sommer gewinnst mit. Ja. Ja. Peter Henes kann leider diesmal bei dieser Befragung nicht dabei sein. Er hat Sackratten. Ach so. Ne? Okay. Aber wir hoffen, dass er nachher wieder dabei ist. Später. Ja. Und seine Sackratten losgeworden ist. So, wen möchtest du denn? Entschuldigung. Entschuldigung? Ja. Kurze Frage. Sommer gewinnen jedes Jahr im März, dieses Jahr im April. Ist es ein bisschen spät? Ja, hängt doch aber zusammen mit dem Rechenkonstrukt. Ostern ist ja auch spät. Da wissen wir ja schon mal was. Ist das jetzt der einzige Grund oder gibt es da noch mehr? Ich denke, das ist der Hauptgrund. Ah, da komme ich noch gleich zu der zweiten Frage. Ne? Der Winter, ne? Der verbrennt ja oder wurde verbrannt. Ne? Ja. Ja, aber jeder mag Weihnachten und mag Silvester und das ist nun mal im Winter. Ne? Ist das nicht ein bisschen geheuchelt? Ne, wieso? Jede Jahreszeit hat sein Gutes. Also ich mag den Winter auch. Schnee ist schön, Weihnachten ist schön, aber jetzt wird es Zeit, dass mal endlich Sommer wird. Das ist richtig. Draußen alles grünt und blüht. Das ist das Entscheidende. Jetzt ist das dran. Und irgendwann kommt wieder Weihnachten und das wird auch wieder schön. Ja, und dann verbrennen wir den Sommer oder dann wird er eingefroren. Okay? Irgend sowas. Hiermit bedanke ich mich. Alles klar, schönen Tag. Einen schönen Tag. So, dass ich Schau anmache. Ja, 10 Jahre mitgemacht und angemacht. Die einzigen, die nicht verklagt wurden, toll. Das ist die Soundanlage, worüber der Winter verbrannt wurde. Und Der Brenner, der raucht, der quulcht. Guckt. So, da kennen wir doch ein Lied. Ja? Und zwar, das geht wie? Wie geht denn das, Horst Hohlbein? Brennt die Puppe ab, brennt die Puppe ab, brennt die Puppe ab. Brennt die Puppe ab, brennt die Puppe ab. Kann man auch wieder auftauchen, ne? Deswegen kann man nämlich komplett abbrennen. Nein, das geht nicht. Halt den kurzen, ne? Ja. Einmal eine Gedenkminute. Ja, wieder runter. Gut, stehen bleiben. Ja, der Winter ist gegangen. Er ist quasi von uns gegangen. Weil da liegt doch. Ja. So, jetzt stelle ich mal den Wiking um noch die Fragen mit der Eiszeit. Weißt du sie noch? Mal kurz sammeln. Sommergewinn gut Sommergewinn und schön. Sommergewinn gut und schön jedes was Jahr. Was ist, wenn eine Eiszeit kommt? Nee, Sommergewinn gut und schön. Und was ist, wenn eine Eiszeit kommt? Fertig. Ja. Bisschen, ne? Ach, jetzt rennt er weg. Ja. Jetzt rennt der Wikinger weg. Wikinger am Türmen. Germanen. Germanen. Wikinger. Ich wusste auch wieder, warum sie Hörner haben. Ja, da müssen wir jetzt wohl mal. Ruf mal Andi an, wo er jetzt nun ist. Ich hab keinen. Mein Akku ist leer. Ja. Ja gut, dann film du mal. Wie läuft noch? Ich wollte noch das Eiszeitding. Ja, da brennt er ab, der Winter. Der räudige. Eine Schmach für alle, die Snowboard fahren. Und Skifahren, hier stinkt aber auch wirklich nach Pisse. Also ich bin mir noch nicht und das ganze HomeTV-Team ist sich noch nicht so sicher, ob die wirklich mit Wasser gelöscht haben. Wir sind auch dabei, eine Kamera mit Geruchsfaktor zu entwickeln. Dann können sie die Pisse vielleicht auch mal riechen.
Da läuft es, da läuft. Da, wo der Winter gebrannt hat. Da sind wir. Bei Harmonie. Ja, ja. Ja, Harmonie. Bis gleich. Ja, die Feuerwehr, unser Freund und Kackstift. Kackstift? Ey, finde ich das mit dem Mützen nicht schlecht, jetzt können wir so richtig nicht mehr. Wir müssen dann auch. Also, ich bin wann so in den nächsten 10 Minuten, Viertelstunde mal losreisen, weil es ist 10 vor 5. Nur so, um mal wieder zu gehen. Da läuft die Musik von HomeTV. Ja, ja. Ja. Oh, fuck. Film doch mal die Bullen. Kann ich gerade überhaupt nicht. Warum? Ja, ich, es läuft schon. Und zwar Sommergewinn. Ist ja ganz schön und gut, aber was macht die Eisenhower Bevölkerung, wenn jetzt eine Eiszeit kommt? Wohnen hier. Ja. Und wenn jetzt eine Eiszeit kommt, dann ist ja vorbei mit Sommergewinn, oder? Dann gib mir die Rotzo sein. Wie? Ich hab nächste Woche die kurze Hose an, ich hab einen Runden. Ja? Nächste Woche? Ja. Nee. Mittwoch, einen Runden. Und grüne Blätter. Wie alt wirst du denn? 20? Nee, Runden. Ja, 20 ist ja keine runde Zahl, stimmt. Da haben wir Mittwoch Geburtstag, Mittwoch ist das. Ja. Und da wollen die Blätter blühen. Und da, hier, Sommergewinn jetzt, ne? Ja. Ist doch eine schöne Feier, ne? Ja. So, was machst du? Geist vom Bierreuth. Was machst du? Der ist Frank Hörreuth. Ja, schön, Frank, hallo. Wenn jetzt aber eine Eiszeit kommt, dann ist ja Schnee und Eis. Was machen wir denn da mit dem Sommergewinn? Nicht kriegen wir mit. Ja, da gewinnt dann der Winter nächstes Jahr. Nächstes Jahr gewinnt der Winter. Machen wir das alles mal anders. Gut, das schlagen wir so vor. Würde ich sagen, wir bedanken uns für das Interview. Und ja, nächste Woche schönen Geburtstag. Alles klar. Tschüss. Ja, schon längst? So, meine Damen und Herren, das war der Sommergewinn in Eisenach 2011. Das muss ich kurz überlegen, ja. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch die vielen verrückten Leute. Ne? Wenn ihr noch was zu sagen habt. Hast du alles gut gesagt. Ja, hier, jetzt gibt es auch Mützen von uns. Ja, für 33,95 €. Können wir bestellen oder 0900 dreimal die 1. Richtig. Oder auf unserer Webseite. Das wäre www.webnote.honktv1.com. Ja, so sieht's aus. So, und ich sag mal, wir verabschieden uns mit einem kräftigen Gut Ei. Gut Ei. Und Kikeriki. Halt, geh mal außen rum. Ist in Ordnung, kann ich ruhig durchgehen. Warum denn? Ja, weil der so schön aufnimmt.